Hallo, hallo, ihr Lieben. Herzlich willkommen zum vierten Ullhaus-Magazin. Thema gut betucht. So wie ihr das jetzt hier seht. Ich bin gut betucht. Hallo. Gut betucht? Hab ich gedacht, bedeutet Reichtum. Also wie jemand, der gut betucht ist, ist wohlhabend. Das habe ich gedacht. Aber das ist nicht so. Jetzt geht es darum, wollen wir erst... Oh. Ihr Lieben, ich sitze hier in meinem Blograum oder in unserem Blograum und draußen haben wir so ein... Es ist so ein Badezimmerfritzen, der verkauft Badezimmermöbel und der ist irgendwas am Packen oder irgendwas am Bauen. Also diese Geräusche kann ich leider nicht unterbinden, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Aber zurück zum Thema, gut betucht. Ich habe hier so viele schöne Tücher, die ich euch zeigen möchte, aber erst habe ich was Besonderes für euch. Die liebe Susanne Oswald, die Autorin in unsere Gruppe Ullhaus Stricken, Häkeln und mehr, ist sie schon seit fast am Anfang, fast seit der Gründungszeit ist sie dabei und sie hat sich bereit erklärt, euch zu erzählen, wo dieses Sprichwort herkommt. Und ich kann euch sagen, es hat nichts mit Reichtum zu tun. Also einmal zuhören. Hallo ihr Lieben. Nicola wollte von mir wissen, was es bedeutet, wenn jemand gut betucht ist. Woher kommt dieses Sprichwort? Meine erste Idee war sofort, gut betucht kommt vom Tuchhandel. Früher haben die Fugger mit Tuch gehandelt und die Fugger waren sehr, sehr reich für die damalige Zeit. Ich habe es dann gegoogelt und habe festgestellt, bin komplett auf dem Holzweg. Wobei man jetzt wieder darüber nachdenken könnte, wo kommt denn das her, dass man auf dem Holzweg ist. Aber egal, andere Baustelle. Also, gut betucht zu sein, kommt aus dem Hebräischen. Ursprünglich hieß das Batua, sowas wie vertrauensvoll, muss gucken, sorglos leben. Das wurde übernommen ins Jiddische und da wurde es zu Betuche, sicher. Und wenn man mit jemandem, der gut betucht ist, Handel treibt, dann kann man sicher und vertrauensvoll sein, dass das ein guter Handel wird. Also daher kommt dieses Sprichwort. Aber ganz unabhängig von dem Sprichwort finde ich, man kann auch richtig gut betucht sein, wenn man nämlich ein schönes Stricktuch umhat. Ihr wisst, ich entwerfe selbst. Wir haben demnächst einen Kall mit meinem neuen Sommertuch. Dieses hier ist eine Anleitung von den West Yorkshire Spinners. Es heißt Misty Meadow und hat mir sehr viel Freude gemacht, das zu stricken. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Aber es hat total Spaß gemacht und ich trage es unheimlich gern. Wolle ist die Signature von den West Yorkshire Spinners. Anleitung und Wolle kriegt ihr bei Ullhaus. Also, ich bin gut betucht, auf jeden Fall. Und genau das Gleiche wünsche ich euch auch. Macht's gut. Tschüss. Hättet ihr das gedacht? Ich wusste es nicht. Wie gesagt, ich habe gedacht, gut betucht heißt Reichtum. Ich habe gedacht, auch so wie höchstwahrscheinlich auch Susanne und viele, viele von euch gedacht hätten, dass es kommt, dass man gute Kleidung hat, gut betucht, Wohlstand. Aber jetzt wissen wir es und ich freue mich immer, wenn wir Helferlein haben, so wie die liebe Susanne Oswald. Und ich sage schon wieder Liebe. Es ist, aber ich sage es nochmal. Meine Großmutter hat immer gesagt, liebe Nicola, komm Liebes. Ja, deshalb habe ich das, glaube ich, übernommen. Aber die Susanne Oswald, ich bin richtig dankbar. Schönen Dank, liebe Susanne, dass du für uns das gemacht hast. Ja, jetzt geht es weiter. Wir haben so schöne Tücher, die ich euch zeigen möchte. Also bin ich gut betucht. Aber ich schätze auch, 90% von Strickerinnen und Häklerinnen sind das auch, weil im Moment, ich glaube, jeder hat so viele Tücher zu Hause und hat schon so viele verschenkt. Aber ich fange an mit unseren, da sind wir ganz stolz drauf. Wie gesagt, ich habe eben erwähnt, die Susanne Oswald, die Autorin, hat ja schon einige Bücher geschrieben, unter anderem das kleine Strickladen in den Highlands.
Da gibt es jetzt den zweiten Teil von Wintertee im kleinen Strickladen in den Highlands. Und auch da drin sind 4 Anleitungen. Und eins habe ich schon erwähnt in vielen Gruppen, eins dürfen wir schon ein Karl von machen. Und das zeige ich euch jetzt. Und es ist so wunderbar. Die Bilder seht ihr. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich habe hier diesen wunderbaren Tuch, auch hier jetzt. Bin leider nicht passend angezogen. Ich habe es versäumt. Ich wollte eigentlich was Hellblaues oder Rosanes anziehen, damit ich es nochmal hängen kann. Aber ihr kennt mich. Also, hier ist unser wunderbaren Tuch. Das ist ja diesen Mustermix. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Sarah zoomt bestimmt auch ein bisschen dran, damit ihr das wirklich dem Maschenbild auch sehen könnt. Wir von Woolhouse haben für euch ein Set vorbereitet. Es ist so, wenn ihr das Buch vorbestellt habt bei Woolhouse sowieso, bekommt ihr automatisch die Anleitung per Mail zugesandt. Wenn ihr tatsächlich das woanders bestellt habt, reicht mir oder reicht uns, wenn ihr per Mail team@woolhouse.de, Woolhouse Englisch geschrieben, wenn ihr die euren Quittung vom Kauf uns zukommen lasst, würdet ihr auch diese Anleitung auch schon vorab bekommen, um an diesem Karl teilzunehmen, weil das Buch kommt ja erst Ende Oktober, Anfang November raus. Und wir dürfen schon ab dem 15., 18. Juli dürfen wir schon anfangen, weil es ist ein richtig schönes, großes Sommertuch. Und deshalb, Susanne hat mit ihrem Verlag HarperCollins gesprochen und die haben nichts dagegen, wenn wir diesen einen Anleitung dann tatsächlich als Karl machen. Die Farben habe ich hier. Ihr braucht, also das sind die Farben, das sind die Farben, die MyReads, das ist MyReads Tuch nämlich, das sind ihre Farben und das ist das, was wir als Set schon vorbereiten. Also, die Susanne hat wirklich, ich habe gesagt, Susanne, ich hätte gerne einen riesengroßen Tuch für so kleine Pummelmäuschen, so wie ich es bin. Und das hat sie wirklich gemacht. Und ihr braucht, also das sind 7 Knäuel, die ihr insgesamt, also 700 Gramm, die ihr insgesamt braucht. Wir haben Cottonsoft, es ist auch, wie gesagt, es ist immer ein bisschen Werbung für uns dabei bei diesem Magazin. Das ist 100% Baumwolle, diesen Cottonsoft. Die hat 210 Meter Lauflänge. Also wenn ihr nicht unsere Wolle nehmen wollt, also die Wolle von Originaltuch, braucht ihr auf jeden Fall ein Knäuel, was 100 Gramm 210 Meter hat. Unser ist reine Baumwolle und es ist wirklich so weich und so schön. Hier seht ihr noch ein paar Bilder von unserer Teststrickerin, die für Susanne Test gestrickt hat. So, die Ines ist auch wirklich begeistert davon und ich freue mich auch, wenn ich tatsächlich anfangen kann. Ihr könnt natürlich jede andere Farbe von den Cottonsoft nehmen. Bianca zum Beispiel möchte es in Marine-Look machen. Sie macht mit Weiß und Blau verschiedene Blautöne und Rot. Und vielleicht mache ich das auch, obwohl ich eher so wirklich pinkig bin. Aber so einen Braunton, schön Brauntöne, die Cottonsoft hat wunderbare Farben.
Den Link zum Set findet ihr natürlich wie immer unten in unseren Infobox. Also, ihr wisst, es kommen immer kleine Rezepte und unser Rezept ist heute, ich habe für euch die englischen Scones aufgeschrieben von meiner Großmutter. Ich glaube, die älteren Großeltern und ja, Großeltern haben, glaube ich, mehr gebacken als heute, aber ich würde euch gerne meine Großmutter, die hieß Nell, das sind auf jeden Fall Nells Socken. Ist so warm. Das sind Nells Scones. Die Erdbeermarmelade übrigens passt hervorragend dazu. Die in unserem Newsletter vor 3-4 Wochen waren, gab es ja eine Erdbeermarmelade und dazu passen diese Scones ganz hervorragend. Das war schon unser Rezept. Ich habe ja gesagt, es kommt ja, ich habe wirklich heute einiges zu erzählen und zu zeigen. Ich habe euch ja gesagt, dass jedes Mal, wenn wir ein Wohlhausmagazin machen, dass es ein Lesezeichen auch dazu gibt. Und die Bianca hat richtig was Witziges gemacht. Und zwar, das seht ihr jetzt. Die Anleitung dafür findet ihr ja auch wieder in unseren Infobox. Die Wolle, die Bianca benutzt hat, ist die Galaxy. Auch das wird verlinkt für euch, damit ihr schauen könnt. Und sie hat noch einen wunderbaren großen Tuch gemacht, auch in die Galaxy. Und ich glaube, das ist für mich, weil sie hat es in meine Farben gemacht. In rosa und weiß und hellgrau. Und ich finde es wunderbar. Und das erzählt euch Bianca jetzt. Also, ich habe mich hier von diesem Lesezeichen einmal inspirieren lassen. Wie gesagt, ich finde die Wolle wirklich gigantisch. Und habe, oh, das ist so schön, habe ein Tuch angefangen. Schaut mal, das ist ein Wahnsinnseffekt. Ich bin jetzt hier bei knapp einem Meter und fange jetzt hier auch mit meinen Abnahmen an. Also das ist, geht genauso wie mit diesem kleinen Lesezeichen. Ich habe unten auch mit den dreien angefangen und das wird dann immer weiter, so breit oder lang, wie man das haben möchte. Falls es euch interessiert, ich habe hier einmal die Farbe Pink genommen. Dann habe ich die Farbe, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Mercury genommen. Und auch das Weiß, wie für mein Lesezeichen, die Farbe Saturn. Das nur mal so am Rande. Wie gesagt, es ist wirklich ganz, ganz gigantisch. Dieses Tuch, dadurch, dass das halt an einer Seite nur zugenommen wird, wird das auch nicht ganz so spitz unten, sondern eher flach gehalten. Ist das nicht herzallerliebst? Also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, das hat Bianca für mich gemacht. Und wenn es hat, dann mache ich schönes Foto. So, jetzt geht es weiter. Jetzt muss ich erstmal diesen schönen Tuch beiseite legen. Wir haben ja wirklich viele, viele fleißige Helfer. Und jetzt geht es los. Die Andrea hat euch ja in ein Video schon gezeigt, wie diesen Dreieckstuch gemacht wird.
diesem Dreieckstuch ist ein Flechtmuster. So, jetzt hat sie, meine Brille rutscht immer, Kinder, ich kriege eine neue Brille, aber diese rutscht noch. Auf jeden Fall, diesen Flechttuch, das ist auch mit der Cotton Soft gemacht worden. Wir sind ja schlau, manchmal. Die Andrea hat es nochmal in Embrace gemacht. Und zwar es ist ein ganz, ganz fluffige Wolle. Vegan. Wenn ich sage vegan, heißt es, dass die nicht einfatzen Wolle mit drin ist. Aber es ist so weich, da hat kein Tier drunter leiden müssen, in keinster Art und Weise. Aber die Embrace ist richtig, richtig weich. Auch verlinkt. Schaut gerne zu bei unserem YouTube. Aber vielleicht, Sarah, vielleicht kannst du unseren YouTube-Video von Andreas Flechttuch einfach oben auch verlinken. Und unten natürlich auch, das wird Sarah bestimmt für euch machen, unten auch die in den Infobox. So, aber jetzt, sie hat es ja nicht nur in diese zwei gemacht, in Cotton Soft und in Embrace. Sie macht es jetzt, aber ist noch nicht fertig, weil es ein sehr, sehr feiner Garn ist. Sie macht es jetzt in Exquisite. Es ist natürlich was, wirklich was Feines. Also es ist das Graue, sage ich mal, also mit Cotton Soft ist ein bisschen derber. Gleich gehe ich da raus und nehme Stricknadel und steche es ihn in seinen Pöter, wenn er nicht aufhört, so einen Krach zu machen draußen. So, derber in Cotton Soft, ganz weich und fluffig in Embrace und wirklich, es ist exquisit. Es ist wirklich ein ganz, ganz luxuriöses Garn, was wirklich ganz, ganz feinen Haptik hat. Und das finde ich auch besonders, besonders gut. Und wenn es fertig ist, dann zeigen wir euch natürlich in der Gruppe Woolhouse Stricken, Häkeln und mehr, zeige ich euch natürlich auch Bilder davon. So, das waren die Tücher. Aber wie gesagt, diesen Tuch ist schon verlinkt. Also die gibt es schon als YouTube-Video. Das könnt ihr euch gerne ansehen. Jetzt habe ich ein Tuch E1000. E1000 ist eine Anleitung von King Cole. Die liebe Kerstin hat das für uns schon ins Deutsche übersetzt. Also, wir sind froh und dankbar, dass sie das für uns gemacht hat. Und wir hatten auch eine tolle Teststrickerin, weil es wurde erst von Englische ins Deutsch Test gestrickt und dann, wie es übersetzt war, vons Deutsche ins Englische. Also von der deutschen Anleitung auch dann gestrickt, um zu gucken, ob Kerstin das alles richtig gemacht hat. Hat sie also, das ist für euch auch einen kleinen Goodie dazu. Ihr habt ja schon mein Tuch gesehen, die Bilder seht ihr jetzt auch. Und wir haben unsere liebe Teststrickerin. Hoppla, die es in diese Farben gemacht hat. Also die Wolle ist Curiosity. Die Curiosity hat auch wirklich wunderbare Farbverläufe. Das seht ihr jetzt auch. Ich denke, euch wird dieses Tuch auch gut von der Hand, von der Nadel rutschen, weil es wirklich ein, es ist einfach eine Wolle, was super rutscht. So, und das ist momentan meine Lieblingsfarbe von Curiosity. Das ist, wie gesagt, Curiosity von King Cole. Das hat eine Lauflänge von 480 Meter. Die Nadelstärke ist je nachdem natürlich, wie ihr strickt oder häkelt. Es ist angegeben mit 4,
aber ich stricke zum Beispiel mit 5 oder 4,5 und häkeln auf jeden Fall mit 5. Das ist Mother of Pearl. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist 100% Premium. Oh, ich sitze schon wieder. Ich muss mich ein bisschen. Normalerweise habe ich gelernt, immer gerade zu sitzen. Soll ich euch die Geschichte erzählen von immer gerade sitzen? Mein Vater war in dem. BH ist er auch zu gucken. Ach, Mädels, heute ist nicht mein Tag. Ich fange schon wieder an. Hötzken von Tötken. Ne? Auf jeden Fall, mein Vater war in die britische Marine und war Offizier. Und was für ihn, glaube ich, am Erziehung am wichtigsten war, waren Tischmanieren. Überhaupt Manieren, aber Tischmanieren ganz, ganz wichtig. Und gerade sitzen beim Tisch. Ich habe nie Schläge bekommen, aber ganz bestimmt nicht. Ich hatte wirklich. Aber wir haben einen Besenstiel, oder mein Bruder und ich haben einen Besenstiel. Wirklich, wenn wir so gesessen haben am Tisch, haben wir einen Besenstiel zwischen den Arme gekriegt, damit wir lernen, gerade zu sitzen. Also das hat schon geholfen, muss ich wirklich sagen. Weil ich finde es schrecklich, wenn die Leute so am Essen. Aber das ist so ein Tick, was Eltern an ihre Kinder einfach weitergeben. So viel dazu. Habt ihr auch so bestimmte Erziehungssachen gehabt, wo ihr heute noch dran denkt, was für euch früher furchtbar war und wo ihr jetzt sagt, gut, dass er es gemacht hat oder sie es gemacht hat oder meine Eltern das so gemacht haben? Ich war viel bei meinen Großeltern, also noch eine Generation weiter zurück. Ja, das ist auf jeden Fall momentan meine Lieblingsfarben. Zumindest von diesen Curiosity. Für alle Tücher, die wir hier euch gerade und die ich euch gezeigt habe, gibt es jetzt Sets. Und zwar die, ich sage 1000. Da gibt es ein Set für mit die passende Wolle. Für Susanne Oswalds Tuch. Für die Kornkockel, was ich euch jetzt auch zeige, da gibt es auch ein schön Set mit Exquisit. Die Kornkockel von Anniken Alles ist wirklich traumhaft. Es ist, ich würde sagen, es ist nichts für Anfänger. Da muss man schon ein bisschen. Fachwissen hört sich doof an, aber man muss schon ein bisschen länger schon gestrickt haben dafür. Es ist doch ein bisschen es ist anspruchsvoll, aber ein Traum, ein Hauch von Luft. Ich habe noch was Schönes für euch. Kennt ihr die Geschichte von den Shetlandinseln? Die Geschichte, wie Lace überhaupt entstanden ist, wie die Lace-Strickerei überhaupt entstanden ist? Also, die Großmutter, es ist Sitte, oder Sitte hört sich blöd an, es ist, ja, es ist eigentlich, gehört zum Kind abgeben. Also Sitte, letztendlich Sitte. Mir fehlt das Wort, was ich suche, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Die Großmütter oder ein Teil der Großmutter. Oh mein Gott, ich muss mir wirklich hier so ein Pinnband hinmachen, damit ich weiß, was ich sage. Ich habe schon im Kopf, bin ich schon im Kopf weiter als das, was ich ausgesprochen habe. Also, die Großmütter von die Braut. Ein Brauch. Ah, da ist es. Hochzeitsbrauch. Die Großmutter von der Braut muss ein Schal, ein Umhang, ein Schal, eigentlich ein Stola für das Brautkleid stricken oder häkeln. Und es muss anders. Ich erzähle es euch nicht. Ich zeige es euch einfach. Auf jeden Fall, nur dann wird die Ehe glücklich.
So ist Lace entstanden. Schaut es euch an. So, und bevor ich euch das alles erzähle, und wie ihr merkt, ich bin anders angezogen, weil ich bin jetzt in meinem Zuhause und wollte es heute mit euch jetzt in eine Sonne, herrlichste Sonne zeigen, aber wir haben weder herrlichste Sonne und es ist laut auf der Autobahn, auf die Straßen, aber verzeiht mir, aber ich zeige euch jetzt, was zu eine glückliche Ehe führt und was mit dem Lace-Tuch auf sich hat. Also, wir just pretend, wir tun so, als ob das ein Lace-Tuch ist, aber ich habe so ein schönes Tuch von King Cole bekommen mit pinke Schafe. Also das war auch war ein sehr schönes Geschenk und habe mich sehr gefreut. Auf jeden Fall, ein Lace-Tuch wird so fein gestrickt oder gehäkelt, die Großmütter kommen an und nehmen vom Kind die Verlobungsring oder Enkelkind Verlobungsring oder nach der Hochzeit ihren Ring mit dem Stola, was die Großmutter gestrickt oder gehäkelt hat. Und dieses Stola, Lace-Stola, muss durch den Ehering, das ist ein Brauch, muss durch den Ehering gezogen werden. Und wenn es passt und durchgeht, dann wird die Ehe glücklich. Also ist natürlich jede Großmutter bedacht, so ein feines Lace zu stricken oder zu häkeln, so feinen Garn, das wird natürlich auch gesponnen von den Großmüttern, so war es früher, und dass es so fein sein musste, weil es sollte natürlich nicht nur so ein kleines Schälchen, so ein kleiner Schal sein, sondern ein großes Umhang oder... Und deshalb sind alle Lace-Tücher von damaliger Zeit so fein, so fein, so fein. So ist eigentlich die Lace-Strick- oder Häkelei entstanden, damit die jungen Mädchen, die heiraten, einfach eine glückliche Ehe führen. Ob das immer alles passt, das weiß ich nicht. Ich habe hier mein Tuch. Wenn ich mein Lace-Tuch genommen hätte, hätte es nicht mal durch Nasenringen gepasst. Aber ich finde das einen sehr, sehr schönen Brauch. Ob es heute noch gemacht wird, das weiß ich nicht. Aber ich finde es sehr schön und ich fand es erzählenswert. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich würde sagen, viel Spaß weiter beim Gucken. Das ist doch eine süße Geschichte, oder? Und ich kann mir das tatsächlich vorstellen, mit so feinen Nadeln und so feine Wolle, dass es durch die Ehering passen muss, ist schon, ich möchte nicht wissen, diese große Tücher, wie lange die wirklich dauern. Weil viele sind ja schon tatsächlich komplett über die Schulter und geht es ganz lang nach unten. Es gibt wirklich ganz viele, ja, ganz viele besondere Hochzeitsstolas. So, und eins habe ich noch. Eigentlich mehr, aber es wird schon wieder zu lang. Eins habe ich noch. Die Andrea hat für euch auch ein neues Filmchen gemacht. Und zwar stricken einen wunderbaren Sommertuch, Sommerstola, Sommerschal. Einmal so und einmal so. Also, wie das gemacht wird, das ist auch aus der Cotton Soft und zwar in einem hellblauen Ton. Und das ist das, was ich heute noch annadel. Und zwar, ich werde es in diese Farbe annadeln. Es ist auch Cotton Soft. Schaut es euch an im Infobox. Da ist die Anleitung dafür und es ist auch ein ganz patentes Muster. Und nun nähern wir uns dem Ende. Aber bevor wir gehen, ich mache ganz schnell so ein Sneak Peek. Sneak Peek. Sneak ist ankriechen und Peek ist so um die Ecke gucken. Ich zeige euch,
Ich zeige euch, was in Susannes zweiten Teil Wintertee, kleinen Strickladen in den Highlands. Ich zeige euch noch die Anleitung, aber bitte nicht erzählen. Also, das ist ein Stola, was sie gemacht hat, und zwar mit der Exquisit in Blautönen. Und zwar, die Wolle zeige ich euch, das ist die Exquisit Fourply. Nicht das Lace Garn, sondern wirklich Fourply Exquisit. Und dann hat sie, aber ich darf nicht sagen, warum das so aussieht, wie es aussieht, weil das eigentlich ein sehr, sehr schlichten Schal ist, aber ist aus Alpaka. Und zwar Alpaka von King Cole. Und es ist auch ein Hauch von Weichheit. Und ganz schnell zeige ich euch noch, sie hat eine Wimpelkette gemacht. Double Face. Also das ist eine Sache, was ich nicht kann oder noch nie wirklich gemacht habe. Eine Wimpelkette Double Face. Und zwar das dürfen wir keinen erzählen, dass ich es euch gezeigt habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran. Oh, Sika. Und außerdem, wieso hast du einen blauen BH unter ein schwarzes Oberteil? Zieh lieber gar keinen an. Mann, oh, Geschmack kann man sich nicht kaufen. So, ich fange an. Ich erzähle. Psst. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr abonniert uns. Gebt es uns. Ein Daumen hoch. Wir freuen uns immer über einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis nächste Woche. Thema sage ich euch noch nicht, weil wir haben so viele schöne Themen. Ich muss gucken, welches wir davon auspicken. Habt es wunderschön. Einen schönen Abend euch noch. Bis bald.